Legion, Nomad, was haben Sie? Okay. Wir haben den Standort einer weiteren Produktionsstätte. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wir glauben, dass sich dort ein Rechenzentrum mit der Originalformel von Amber Ruin befindet. Ich muss Ihnen nicht sagen, was das bedeutet. Gasproduktion sabotieren, Daten löschen. Die Frau fürs Grobe versteht schon. Machen Sie sich nicht so klein. Nein, aber was Sie jetzt von mir brauchen, ist sicher kein Feingefühl. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Operation Amber Ruin. Gaszone jetzt voraus. Mit der Eventmission Die Wurzel allen Übels. Was wir tun sollen, hast du bereits gehört. Und ja, wir springen mit dem Fallschirm wieder ab. Denn 2 Kilometer, ein einzelner Minigun an. Haufen Wolves. Also generell in der Welt hier beim Event ein Haufen Wolf-Patrouillen. Generell auch so ein Haufen Gegner in der Welt unterwegs. Ja, geil, richtig schön weit. Ja, komm. Ach, Mann. Ich wollte gerade sagen, ja, komm, noch über den Abhang, da können wir wieder ein Stückchen weiter. Aber 1,5 Kilometer, den kriegen wir rum. Eigentlich könnte ich mir auch gerade mal noch einen anderen Skin kaufen. Die sind gar nicht so teuer, ne? Die Skins hier. Kannst du mal kurz zeigen. Haben wir hier Kostüme. Wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir Jäger. Mal gedrückt halten. So. Jo, will ich kaufen. Ich habe gerade für gefühlt 5 Stunden die Leertaste gedrückt. Das heißt, ich will kaufen. Komm, dann nehmen wir den jetzt. Hier. Jäger am Start. Cool wäre es, wenn die dann auch eigene, also wenn mit den Kostümen auch Stimmen und so verbunden und Voice Lines verbunden wären. Aber das wäre wohl zu viel verlangt. Reicht ja schon, dass Ash, Finker und Thatcher scheinbar ihre Sprecher haben. Oder zumindest ein Schild hier. Oder sowas. Ja, wäre doch ganz nett. Ich finde ja, dass der Helm vom Jäger echt bescheuert aussieht. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber dass es da auch nicht so auf die Optik ankommt. Aber ich mag mit dem auch bei Rainbow Six nie spielen. Weil der halt von hinten aus... Also, gut, bei Rainbow Six ist es egal. Aber hier sieht der sieht halt aus wie ein Teletubby. Jetzt nichts gegen die. Bitte flennt mich nicht. Ich weiß, Jäger ist sehr beliebt. So generell. Können wir da springen? Nö, schade. Und aus einer Gameplay-Perspektive ist das ja auch vollkommen valide. Und ich finde halt, er sieht halt aus wie ein Teletubby von der Seite. Von hinten meine ich. Oder von vorne auch. So, erreichen Sie das Labor, das gesprengt werden soll. Es liegt im Gebäude westlich des Lagers. Gut, es ist ja markiert. Auch ich nicht auf die Karte schauen. Noch 20% Filter. Da ist es.
Vielleicht sollten wir hier erstmal nach außen ein bisschen aufräumen, bevor wir da die Türen sprengen. Ja, da sind die. Hallo Ladies, ne? Oh. Ist noch jemand? Da. Wie viele sind da noch so? Sonst kein? Gut. Oh, da. Mist! Da geht's nicht. War aus Versehen noch im vollautomatischen Modus. War keine Absicht. So, dann schauen wir mal. Wo haben wir denn hier die Türen? Also abgesehen von vorne. Ist wieder komplett. Na gut, natürlich ist es komplett das gleiche wieder. Ja, es ist vom Aufbau her komplett das gleiche. Dann würde ich sagen, gehen wir diesmal. Beim letzten Mal sind wir hinten rein. Da gehen wir diesmal an der Seite rein. Oh Gott, ich habe keinen Filter mehr zur Nacht und zum Auswechseln. Ich habe doch gerade einen Commander gekillt. Zerstören Sie den Gasemitter. Verhören Sie den Commander. Da ist er, der Gasfilter. Verhören Sie den Sentinel-Offizier. Verhören. Also Kopfschüsse sind dann jetzt wohl nicht, hä? Das ist blöd. Das ist doof. So, ich habe eine Idee, was ich mache. Und zwar, ich sprenge den Eingang und lege dann eine Mine hin. Der hat da was gehört. So, ich sprenge jetzt direkt den Eingang. Und legt dann eine Mine hin. Zack. Das war die. Und doch wieder Vollauto. Schalldämpfer ab. Team zu mir. Zu mir. Bewegung! Team, Feuer frei. Zeig's ihn! Schießen! Ich hätte gerne eine Granate, bitte. An MK2-Granaten will ich dafür nicht verschwenden. Einer, voll rein. So. Seh nix. Wärme wird, sonst geht's nicht. Den soll ich verhören. Okay, da kann ich den anderen ja doch Kopfschüsse geben. Oh nein, die kommen von hinten. Der so platt gemacht, die von hinten kamen, oder? Ah, jede Witzka. Abknallen, dann sind wir attackiert. Weiter so! Bleib in Deckung! Einer weniger! Alter, ich bin ein bisschen verwirrt hier. Scheiße, einer von uns! Ja, natürlich einer von euch. Oh Gott, ich komm von hinten, ich muss da rein. Hinter dir, nein! Mensch, Thatcher! Bin verletzt, glaube ich. Oder? Nee. Ach, Finke hat mich geheilt. Gibt's hier noch einen anderen Eingang hier rein, wo ich bin? Nee. Gut. Dann verbarrikadiere ich mich jetzt mal hier. Danke, Herr Mann. Bescheid wie ihr, ich lasse unsere Verwundeten nicht zurück.
Sehr gut. Was ist denn dieser Scheißalarm? Ich bin zurück. Ist er wieder hier? Ein Gegner? Einen, den ich sehen würde. Kann ich den Alarm nicht ausschalten hier? Kann ich den Alarm nicht ausschalten? Was soll das denn? Doch, ich habe ihn ausgeschaltet, aber ohne Animation. Okay. Und möchte mich nicht beschweren. Bist du Thatcher? Jo, du bist Thatcher, alles klar. So, der Rest ist oben. Team, zu mir. Team, zu mir. Komm zu mir, los! So, Sprengsatz platziert. Team, geht doch in Stellung. Geht da drüben in Deckung. Los! Schon unterwegs! Verstanden. Wir bewegen uns dorthin. Hab die Position erreicht! Warum halte ich denn niemanden? Ich kümmere mich um dich. Und das war's. Höchste Zeit. Danke, Ghostlead. Ich dachte gerade, wer streckt denn da den Arm in die Luft? Team, Feuer frei. Schießen! Schießen! Los geht's! Und auch ein paar Wolves. Warum ist da offen? Warum ist da hinten offen? Hat eine Granate die Tür gesprengt? Nee, so weit ist sie noch nicht geflogen. Nie im Leben. Ist sind entweder oben oder draußen. Knallzieher. Bist du ein Feind? Nö. Du bist Finker. Da hinten ist der Böse. Den wir verhören sollen. Dann werfen wir da mal eine Flash rein und dann. Ach, das ist eine Sprengtüte. Okay, gut. Werfen wir vielleicht doch keine Flash rein. Wir sprengen die Tür und werfen dann eine Flash rein. Huch. Volltreffer! Oh, wow, 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 ich seh nix! Ich seh nix! Scheiße! Warum hat er nicht gehandelt? Ich seh gar nix! Alter! Ich steh jetzt daneben hier? Alter Schwede! Das war leicht irritierend gerade. Na gut. Sie werden mir jetzt das Passwort verraten, damit ich auf den Server zugreifen kann. Das wird Ihnen nicht helfen! Alles auf dem Server wird automatisch gesichert, wenn es zu einem Zwischenfall kommt. Sie können die Daten nicht löschen, bevor das Backup abgeschlossen ist. Da kennen Sie mich offensichtlich schlecht. Okay. Und jetzt das Rechenzentrum sprengen. Na gut. Mein Filter ist immer noch ein bisschen gefrackt. Ich sehe ja nichts. Ich finde die Räumlichkeiten hier schon cool, aber dass man halt hier drin auch durch das Gas halt echt nichts sieht. Ist dezent nervig. So, haben wir hier denn irgendwo eine Filterstation? Guck mal, da gibt es eine Kiste drin. Lass ich jetzt aber mal. Da gibt es eine Filterstation. Okay. Da, wo wir eben schon waren, wo wir den Commander ausgeschaltet haben, denn ich habe keinen Austauschfilter mehr. Orientierung wie ein Goldfisch. Wie eh und je. Team, bei mir sammeln. Das war zu langsam. Team, bei mir sammeln. Zu meiner Position. Ich brauche einen Filter. Da.
Gut. So, Filter ausgetauscht. Alles tutti. Ist das noch so ein Sprengding? Okay. Gut, wir hätten auch können den... Nee, hätten wir nicht. Alles klar. Ist das nochmal das Gleiche? Jo, ist nochmal das Gleiche. Da der Alarm unten ist, unten links ist, gehen wir es wieder unten. Oder es war noch gar nicht übers Dach, ne? Wir sind bisher immer nur unten reingegangen. Hier gibt es mehrere Eingänge. Hier gibt es noch einen Eingang links. Die gab es bisher, oder? Nee. Da ist die Leiter. Geh hoch. Reagiert manchmal ein bisschen schwerfällig. So, sprengen wir uns da mal einen Weg frei. Wir folgen dir. C4 steckt ein bisschen in der Luke fest. Was? Ich habe nur begrenzte Zeit? Na toll. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die Granate hinwerfe. Ich habe keinen Granaten... Ach, weil es eine Mine ist. Ich will die Granate da reinwerfen. Und nochmal. So. Gut, wir sind noch im Vollautomodus. Das ist gut. Oh Gott! Ach! Was? Von wo? Ich habe keinen gesehen! Ich habe keinen mehr gesehen! Ich habe den einen getötet. Da war doch... Ich meine, eben, ganz am Anfang waren zwei da. Aber der zweite ist abgehauen. Das ist jetzt natürlich schlecht bei einer Mission auf Zeit. Ich muss da weg. Oh. Ja, Opa. Ich weiß. Opa. Nicht nur alter Mann, sondern Opa. So, gut. Sind wieder fit. Warte, wie liegen das noch im Ankochen, abkochen? So. Was soll das? Willst du mich umlegen? Nee, danke. Wollte ich nicht. Die wissen, dass wir hier sind. Natürlich wissen die das. Das Ding ist... Oh Gott, ich fall gleich rein. Das ist auch ein Ding. Ich muss da rein. Zu spät. Scheiße. So schnell sind so schnell 2 Minuten um. Mist. Ah. Gut, okay, also übers Dach ist echt schlecht. Man hat halt echt Nachteile. Wenn man das übers Dach macht. Ich gehe wieder unten rein. Da haben wir bessere Chancen. Toll, jetzt müssen wir wieder die ganze Strecke laufen. Ich habe den Dämpfer drauf, Ghostbeat. Sehr gut. Können wir uns hier gerade wieder nur. Shit! Feinde! Was? Wir werden angegriffen! Wir werden. Ja, wechsel jetzt. Ganz vergessen, dass die Wachen jetzt wieder leben. So, okay. Oh, wer wäre auch so dumm? Moment. Hä? War das nicht eben das da? Das war doch eben... Müssen wir jetzt alles nochmal machen? Bitte nicht. Bitte nicht wieder alles neu machen. Komm schon. Gibt einen Grund, warum das nicht so viele machen. Irgendwo einer am Boden gesteckt oder so?
Das ist wieder das alte, wo wir eben waren. Ach, fuck. Ach, scheiße. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Scheiße. Team, Feuer frei. Feuer frei. Thatcher. Wie können die über diese Distanzen hier in diesem Nebel kämpfen? Guck mal, da sieht man nichts. Nichts. Null. Okay, holen wir sie uns. Erledigen wir den Scheiß. Aber gut. Oh, ich weiß. Dann mal los. Ich sichere dich ab. Keine Warnschüsse. Uns überlebt niemand. Ziel. Oh je, oh je. Einen von uns hat's erwischt! Habe ich noch die Granaten ausgerüstet? Ja. So, ich gehe jetzt rein. Ich mach erstmal den Alarm aus. Oh. Hallo. Aua, ja, komm! Alter, du willst mich verarschen. Gut, Finke hat geheilt. Sehr gut. Eine Granate. Gut, das sind beide. Oh fuck, ich bin fast verwundet. Oh mein Gott, das läuft hier wieder dezent aus dem Ruder. Oh, das war kein Feind. Ich mache jetzt erstmal die den Alarm aus. Weh, da liegt eine Waffe, die ich jetzt aufhebe. Mach den Alarm aus! Es geht wieder nicht. Leg die Schweine um! Allesamt! Es geht wieder nicht, Mann! Nein! Was soll ich machen? Ich kann den Alarm nicht ausschalten. Muss ich das hier machen? Nee, es geht nicht. Geht nicht. Weiter am Boden. Fuck. Nun. Na komm dann. Ja, dann werfe ich hier einfach zwei Granaten hin. Ich wollte kein Emote machen. Brich das Emote ab, Mann. Jetzt ist der Alarm aus. Auch gut. Irgendwie ist die Sicht plötzlich auch besser. Sie wird nochmal nachladen. Ich bin auf deiner Seite. Ja, ich weiß, dass du auf meiner Seite bist, aber ich muss das Ding hier zerstören. So. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr den Sentinel verhören. Team zu mir. Bei mir sammeln. Wir kommen zu deiner Position. Das ist immerhin gut. Aber irgendwie auch inkonsistent. Also irgendwie, die Mission hier gefällt mir tatsächlich. Also gefiel mir am Anfang, ehrlich gesagt, schon ganz gut. Aber jetzt hier ist es ein bisschen komisch mit dem Checkpoint. Alles nochmal machen müssen und dann. Aber auch doch nicht alles. So. Ich mach das jetzt nochmal ähnlich. Haltet die Stellung! Bereit! Los geht's! Team, Feuer frei. Feuer! Bestätige! Dann geht's los! Oh, hier drin sieht's anders aus. Hab einen erwischt. Ist ja auch ein Datenzentrum, ne?
Frage ist, wo ist der Server? Der Alarm ist da drin. Lasst keinen durchbrechen! Den machen wir zuerst aus. Ich sehe nix. Keine Warnschiffreife an! So. Gut, das war die Sache mit dem Alarm. Und jetzt machen den Datenserver hacken. Hagendash. Der ist da drin. Ihr seid alle tot. Wir formieren uns bei dir neu. Oh, keine Granaten mehr, auch gut. Ich will mich jetzt ungern selbst in die Luft sprengen. Hey, Team zu mir. Haltet sie aus! Knallt sie ab! Team Feuer frei. Zielt auf den Kopf! Ein Treffer macht uns frei! Warum habe ich denn jetzt noch die Pistole gewechselt? Ich habe irgendwie die falsche Taste gedrückt. Wie ist das denn passiert? Mein Gott, warum stirbt der nicht? Konzentriert euch und macht sie kalt! Oh Scheiße! Einer von uns! Ach du Scheiße, die Zeit ist ultra knapp bemessen. Wenn ich sterbe, war's das. Scheiße, es sind zwei, es sind zwei, es sind zwei, Scheiße! Schnell, schnell! Schnell! Oh Gott, zwei Sekunden. Haltet die verdammten Position! Feindlicher Kontakt, Achtung! Immer so aus Interesse, was sind unsere Kameraden? Wenn der sich umdreht, der sieht mich und killt mich und dann war's das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Alter Schwede. Boah, das war hart. Das war echt schwer. Die Zeit war ultra knapp bemessen. Wie soll ich denn jetzt den Backup-Server finden? Offenbar ungefähr ein Kilometer nordöstlich von hier. Okay. Alles klar. Dann machen wir wieder Schalldämpfer drauf. Wo ist denn nordöstlich? Hier vielleicht? Zwischen den Bahngleisen und dem südlichen Ufer von Lake Clearwater. Was ist hier? Die Bahngleise. Nee. Nö, nicht jetzt den Außenposten, Red Tiger. Bitte nicht. Oh Mann. Also diese Mission hier, die ist echt ein bisschen. Wir haben sie aber mal noch drei Schippen auf die Schwierigkeit draufgelegt. Alter Schwede. Brutal. Absolut brutal. Na gut, so ein Backup-Server. Ich würde ihn auch von den besten Elite-Wachen bewachen lassen. So, wo ist das? Wie kommen wir denn dahin? So, ne? Ungefähr. Jo, ziemlich genau sogar. Immerhin ist es nicht mehr in einem Gasgebiet. Ist schon mal viel wert. Hallo, Wissenschaftleris. Was machen Sie hier? Habt ihr zufällig Masken? Oh mein Gott, wir sind nee? Ein paar Spritzen, alles klar. Sind unsere Kameraden noch bei uns? Ah, da hinten kommen sie. Na gut, wir rennen schon mal weiter. Denn uns macht das Gas sehr wohl was aus. Gut, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Einfach geradeaus, in Anführungszeichen einfach. Eieieiei. Und ein Wolf, natürlich. Natürlich dann, wenn ich mir mein Glas in die Hand nehme, um mal einen Schluck zu trinken. Gasstation? Sieht so aus, oder? Oder ein Schild. Das kann natürlich auch sein.
Das ist nur, ah, doch, es ist eine Gasstation. Also eine Filterstation. Gut, kommt wie gerufen. Da kommen sie angedackelt. Warum sah Finker auf die Entfernung aus wie ein gegnerischer Funker? Warum haben überhaupt alle Sentinels Glatzen? Verstehe ich auch nicht so ganz. So sieht er normalerweise aus. So, sind wir hier richtig? Das ist die große Preisfrage. Ich denke schon, weil das ist zwischen den Bahngleisen und dem Lake hier, im See. Nun. Finden Sie den Backup-Server? Ja, toll. Ich tausche mal meine alten Granaten aus gegen, keine Ahnung gegen was, vielleicht eine EMP-Granate, MK3, warum nicht, möglichst großer Radius. Hier ist nichts. Ja, hier auch. Ein Scharfschütze auf dem Dach. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Da ist ein Scharfschütze im Turm. Da war ein Scharfschütze im Turm. Da hinten ist noch ein Turm. Den Außenposten kenne ich mittlerweile zum Glück so halbwegs wie meine Westentasche. Ein Fucker. Kann ich gar nicht gut gebrauchen gerade. Bin ich hier überhaupt noch gebraucht? Das habe ich mir bei dir abgeschaut, Paps. Paps? Was geht mit den beiden? Welche Geschichte verbindet die? Würde mich echt interessieren. Hier haben wir ein paar Server. Oh, Drohne hat Leiche entdeckt. Oh Gott. Ich hoffe, da ist einer drin, der ein bisschen ablenken kann. Von mir. Ich sprühe mich ein und hau ab. Gaszone voraus. Die ist riesig. Feuer auf mein Kommando. Geh auf Position. Was ist da hinten? Grafikfehler? Ja. Feuer frei. Der ist cool. Schwein gehabt. So. Gut. Pli. Tja, ich bin nicht ohne. Ich meine, die normalen Teamkameraden hier, die sind ja schon cool, ne? Aber hier die Rainbow Six, die Rainbow-Kameraden, die sind schon. Die sind nochmal eine richtige, ordentliche Spur geiler. Ist das Panzerung da oben? Nein, ist es nicht. So. Das war die Sache mit dem. Das war die Sache mit dem Geschützturm. Die Ghosts versuchen, Kämpfe schnell zu beenden. Der Schlüssel hier ist, nicht stehen zu bleiben oder nicht lange auf einer Position zu bleiben und immer irgendwie die nächste Deckung parat zu haben. Es waren noch bei weitem nicht alle Wachen. Das Ding ist, ich weiß halt nicht mal, ob das hier der richtige Ort ist. Spiel sagt mir ja nichts. Ich
guck nochmal. Offenbar ungefähr einen Kilometer nordöstlich von dort, zwischen den Bahngleisen und Lake Clearwater. Und im südöstlichen Ufer von Lake Clearwater. Hä? Zwischen dem... Da! Da ist es! Ernsthaft? Ach du... Dem südöstlichen, das wäre dann hier so, das... Oh Gott. Also... Nee, aber das kann hier nicht sein. Es könnte auch hier sein, aber das sind Ruinen. Hä? Ich check's nicht. Ich geh mal gucken mit der Drohne. Ich meine, hier sind das sind nur Baumstämme. Und eine Harvester-Drohne. Ansonsten hier. Sind die Ruinen. Da ist sonst nichts. Das ist ja die Nebenmissionsfrau, die da betet. Da! Oder? Ist es das? Das könnte es sein. Das wäre... Da. Da gehen wir hingucken. Gut, haben wir hier umsonst ein paar Leute getötet? Naja, sind Wolves. Na, was sag ich, ne? Was sag ich? Liegt das im Gasgebiet? Nein, auch nicht. Aber ich klaue mir das Auto von den Wolves. Ich laufe da jetzt nicht hin. Stopp. Du machst dich über mich lustig, oder? Zack. Das Gebiet ist absolut sicher. Absolut. Keine Feinde, gar nichts. So. Buggy gehört mir. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Oh Gott. Ja. Hier einsteigen. Schneller. Steigt jetzt mal jemand ein, bitte. Danke. So. Na, gehen wir mal schauen. Einmal hier durch. Was war das denn? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? War kein Baumstamm, gar nichts. Noch Leben verloren. Ich auch noch verletzt. Klasse. So, wir haben ja, einfach diesem Weg hier folgen. Okay. Ist ja irgendwie komisch, dass die Orte nicht markiert werden, wenn ich mit der Drohne aufkläre. Ah, siehst du, das hier ist es. Scheiße, sind da viele. Scheiße, jetzt Team, Feuer frei. Feuer frei. Alter Schwede. Es tut gut, Wicker. Nun, ich bräuchte jetzt vielleicht doch eine MK2-Granate. Trifft er mich denn hinter dem Stein? Meine! Oh Gott! Oh. Und natürlich die von hinten noch. Oh Gott! Gleich tot! Bin gleich tot! Brauch Unterstützung! Bald getroffen!
richtigen Baum. Ich versuch's einfach hier. Ziel neutralisiert. Schwergewicht gefällt. Uiuiui. Alter Schwede. Oh, toll. Und gerade wieder verletzt. Und habe ich keine. Jetzt habe ich ja noch keine Dings mehr. Keine Bandagen. Danke. Toll, ich hab nichts mehr. Ich bin, Feuer, Feuer! Kann ich mich hinlegen? Hab ein. Ach, Gott sei Dank, danke. Jo, ich muss in Deckung bleiben. Finker, ich brauch deine Heilspritze und deine Heilpistole. Oh Gott. Wenn ich das hart anhätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich nur noch einen Millimeter Leben oder so. Finker! Oh Gott, ich bin sowas von tot. Wir haben es gleich geschafft. Durchhalten. Yo, Finker. Ich weiß nicht, wie... Ich schicke einen Adrenalin-Boost. Danke, Finker. Danke. Feind am Boot, Jessica, still jetzt. So, da sind mich alle Verletzungen, alles direkt weg. Heieiei. Also ohne Finker wäre diese Mission gelaufen gewesen. Die andere damals auch schon, also die erste. Auf dem Boot. Ja, ich hack das Ding jetzt. Komm. Oder soll ich zerstören? Ne, hacken. Hacken oder zerstören. Dann hack ich doch lieber. Gut gemacht. Okay. Ash hat ein Fahrzeug zerlegt. Nicht nur eins. Einfach die komplette... Legion. Nomad. Nomad, ich war schon besorgt. Die Anlage wurde zerstört, die Daten wurden gelöscht. Das sind sehr gute Nachrichten. Dann können Sie keine identifizieren. Jetzt müssen wir nur noch die übrigen Produktionsstätten finden und ausschalten. Sie spüren sie auf, ich mach sie platt. Nomad out. Alter Schwede, das war echt schwer. So insgesamt. Und Finker, nein, nicht Finker. Ash hat einfach... Ash. Team, Feuer frei. Holt sie euch. Okay. Tja, Ash, das war nix. Das war Friendly Fire. Das war gar nix, Ash. Wollte ich mal noch einen schönen Shot haben, wie Ash Fahrzeug zerlegt, aber was soll's. Gut, dann abonniere meinen Kanal, hau mir die Glocke rein oder so, damit du bei der nächsten Folge benachrichtigt wirst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.